Hallo Freunde, da bin ich wieder zu ISS 2000 und der sechste Spieltag steht vor der Tür gegen Belgien. Ein Punkt reicht und ja, Lara Croft, auch wenn sie nicht so gut in Form ist, ich will sie nochmal jetzt hier im Tor haben. Auch Shawnee leider nicht so gut drauf. Auf links. Schauen wir mal, wer ist denn hier noch gut drauf? Tanner. Nochmal für Wild X spielen. Spielt Steffi und auch. Komm, Batman, lassen wir wieder spielen. Den Beißler vielleicht mal versuchen. Und dafür mal wieder Lee. Oder. Ja, gucken wir uns mal. Ja, und wir lassen Kenny mal draußen. Lassen dafür Zuckerwatte spielen. Denn der wird natürlich sonst jetzt auch sagen, ja, warum spiele ich hier nicht von Beginn an immer? Hab hier schon drei Tore. Toros hat eins, Kenny hat bislang keins. Also von den drei Stürmern hätte ich eigentlich da mehr Anspruch. Dann gucken wir jetzt mal, was dabei rumkommt. Wir haben wieder ein Regenspiel. Da geht's wieder ab. Vor allem, wenn du solche schönen Spiele hast. Die Belgier kloppen gleich mal dazwischen. Wenn dann so ein Ding mal durchrutscht, durch die glitschigen Pfoten. Ah, diese Pässe können sie ja ganz gut spielen, die Belgier. Das haben wir schon im ersten Spiel gesehen. Alvo will wieder seine Schnelligkeit ausspielen. Pass auf Zuckerwatte. Der flankt, aber Tobus kommt nicht an. Mal die beiden schnellen Stürmer da vorne haben. Das könnte natürlich auch so eine Sache hier dann für die WM werden, wenn wir uns qualifizieren. Gerade die schnellen Spieler. Wo geht der Kopfball hin? Knapp, knapp. Das war, glaube ich, knapp. Nicht gut geklärt. Der war knapp über die Latte. Ja, das ist schwer manchmal zu timen. Hm? Number 9.
21. And again. Number 7. Good clearance. Nicht gut gemacht von Batman, glaube ich. Oh, gut von Torus auf Zuckerwatte, aber da fehlt wieder so ein Quäntchen Glück. Aber diese Annahmen sehen schick aus. Ich wüsste, wie man mich hinkriegt. Gleich mal versucht drauf zu ballern, war, glaube ich, die schlechte aller Lösung. Das ist das 1:0. Das müsste Torus gewesen sein. Ja. Klemm, die den Ball da zurückerobert. Ich glaube, Zuckerwatte oder Klemm haben dann geschossen und Torus staubt ab. 1:0. Ja, Zuckerwatte hat geschossen. Also, ich glaube, das wird, was der Sturm momentan angeht, zur WM. Zuckerwatte und Topus heißen der erste Sturm. Und? Ja. Und das ist stark. Das ist schon stark. Hui. Torus mit dem zweiten. Und das ist ausgebufft, wie er da vorbeigeht. Und erste Chance für die Belgier, die jetzt natürlich mehr als unter Druck sind. Halbzeit. Null. Zweimal Torus. Das gefällt mir schon mal. Wer hat den länger nicht gespielt? Pedro könnte man vielleicht mal einwechseln. Für Clementine. Noch ein Stürmer, bisschen aus. Haben aber, glaube ich, die Position geändert, kann das sein? Ja. Mir soll es egal sein. Die sind jetzt ein bisschen unter Zugzwang und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir mal mehr als zwei Tore schießen in so einem Spiel.
Aber man muss schon sagen, Kroatien war in der Gruppe eigentlich der härteste Konkurrent und das hat man auch gemerkt. Das war gut durchkombiniert. Jetzt haben die Jungs Spaß. Anders kann man es nicht sagen. Oh, fast ein Eigentor. Ja, und das Rotzi, der da diesen Kopfball gemacht hat. Oh. Mannschaft ruft sich ein. Rupas Sulera. Dann kommt der Pass. Alle mit euch nach vorne hier. Und mal wieder ein Kopfball. Gut aufgepasst. Oh. Gut gemacht, gut den Ball geholt. Wenn so ein Ding mal reingegangen wäre, das wäre mal richtig geil, oh. Foulspiel an Turbus. Und jetzt haben wir wieder eine gute Zeit, um auszuwechseln. Nein. Nicht den Knopf gedrückt, den ich wollte. Nicht das erste Mal. Ah, Turbos, was los? Geht nicht auf. Kommt der Kenny in die Partie? Und auch Valvo können wir eine Pause geben. Und dafür bringen wir den Slimer. So, die letzten Minuten hier in der Quali. Und da kommt Kenny leider nicht rein. Es ist wie verhext.
10. Number 6. Number 18. Number 10. It's into the box. Nicht euch gegenseitig anspielen. Kenny, guter Kopfball. Ohohoho, da wollte aber jemand. Der steht ein bisschen zu frei. Oh. Jetzt müsste ich aber wirklich mit allem da hinten schmeißen. Überragendes Spiel also von Tobus hier. Okay. Jetzt ist irgendwie der Ton abgekackt, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Oh. Böses Foul. Dafür gibt es Gelb immerhin. Card Count 2. Wie viel sind das? 30,6. Warum sollten wir es nicht mal versuchen, ne? Der war schön. Der war schön. Und Kenny. Und das war's dann. 2:0. Sound leider ausgefallen. Ich hoffe, man kann mich noch hören. Ich werde auf jeden Fall mal einen kurzen Cut machen, wenn nicht. So, kurzer Cut. Also man kann mich noch weiter hören. Das ist gut. Nur das Spiel hat gerade den Soundbug. Und okay. New Record. 12,4 Meter an meinen Rekord. Das Tor von Tobus. Ja. Damit haben wir es also tatsächlich geschafft. Wir sind bei der WM. Und die Holländer gewinnen am Ende noch 1:0 gegen Kroatien. Somit heißt das in unserer Gruppe folgendes. Schweiz 15 Punkte, Belgien 9, Kroatien 9 und Holland 3. Belgien hat sich am Ende doch durchgesetzt. In der Gruppe 1 England und Portugal. Rumänien, Deutschland raus. Wenn es dabei bleibt, ich weiß ja nicht, ob es vielleicht sogar drei Mannschaften hier, über die besten Punkt dritten noch, zwei oder drei. Tschechien und Italien 13 Punkte. Spanien, Türkei hier, Frankreich, Norwegen. Österreich nicht geschafft, leider. Hier haben es Kamerun und Algerien, Nigeria, Ägypten, Jamaika, Mexiko, Paraguay und Brasilien, Argentinien und Peru, Saudi-Arabien und Südkorea. Kasachstan hat es geschafft und der Iran. Ja, das war's. Und wir schauen mal. International Cup Qualifying Finish.
Leech Ranking, Leech List, Team Data. Gucken wir kurz an. 5 Siege, eine Niederlage, 15 Punkte, 7 Tore geschossen, ein Gegentor nur. Das ist gut. Frühestes Tor von Beißler, 1,42. Longest Distance Tobus. Topscorer Tobus. Top Fauler Klemm. Letzten Pass von Valvo. Da sehen wir es. 3 Tore Tobus, 1 von Beißler und 3-mal Zuckerwatte. Und die letzten Pässe 2-mal von Valvo. Ansonsten wurde das nicht großartig gezählt, leider. Weil ja oft die Schüsse kamen und die zweiten Abpraller dann drin waren. Liga-Liste war nur das. Und Liga-Ranking wird auch nur das gewesen sein, was wir schon kennen. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Comments. Jetzt speichern wir natürlich erstmal, ganz klar. Gesaved. Und ich bin gespannt. Wir haben Russland, Mexiko und Südkorea in einer Gruppe. Das sollte eigentlich machbar sein. Ja, 8 Gruppen haben wir. England, Norwegen, Algerien und Argentinien. Tschechien, Belgien, Nigeria und Peru. Spanien, Rumänien, Ägypten, Bolivien. Frankreich, Jugoslawien, Jamaika und Saudi-Arabien. Dann unsere Gruppe. Dazu noch Portugal. Österreich doch bei, USA und die Vereinigten Arabischen Emirate, Italien, Kroatien, Paraguay und Kasachstan und Türkei, Kamerun, Brasilien und der Iran. Ja, wie schon gesehen, Deutschland also nicht dabei. Und ja, dann bedanke ich mich. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch 3 Spiele vor uns und ich hoffe, dass wir es bis in die K.O.-Phase jetzt schaffen. Und ja. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.